Audrey, nachdem wir jetzt über 2 Stunden in deinem Wagen verbracht haben, finde ich, es ist endlich an der Zeit, dass du mir verrätst, wohin unsere Reise geht. Nur noch ein wenig Geduld. Wir haben unser Ziel in wenigen Minuten erreicht. Hier? In dieser Gegend? Ich dachte, wir machen einen Ausflug. An die Küste vielleicht. Ausflug? In gewisser Weise schon. An die Küste fahren wir leider nicht. Du gibst dich heute ausgesprochen geheimnisvoll, meine Liebe. Dass wir nicht in der Nähe der Küste sind, ist mir nicht entgangen. Schließlich habe auch ich die Schilder lesen können. Wir sind in Gloucester. Ach, wie konnte ich auch nur annehmen, dass dir entgeht, wo wir uns befinden? Deine außergewöhnliche Auffassungsgabe ist mir ja schließlich nicht unbekannt. Schön, dass du dich erinnerst. Nun erzähl mir aber endlich, was wir hier eigentlich machen. Besuchen wir eine Ausstellung oder ein neues Theaterstück? Weder noch. Aber wir haben unser Fahrtziel erreicht. Was? Hier am Stadtrand? Was soll es hier schon von Interesse geben? So? Nur noch einmal links abgebogen und du wirst es dank deiner ausgeprägten Kombinationsgabe sofort wissen. Aber das ist die Strafvollzugsanstalt von Gloucester. Ja, da wären wir. Aber was sollen wir denn hier? Oh, wir werden hier jemanden besuchen. Wir werden bereits erwartet. Und nun komm. Audrey, ich finde es nun an der Zeit, dass du mir erklärst, wen wir hier besuchen und warum. Ich kenne hier niemanden. Komm, steigen wir aus. Ich erzähle dir alles auf dem Weg. Ich bitte darum. Nun, ich höre. Was haben wir hier zu suchen? Und was ist das für ein Blödsinn? Wir würden hier jemanden besuchen. Also, eins nach dem anderen. Wie du sicherlich weißt, engagiere ich mich seit Normans Tod in einer ganzen Reihe von gemeinnützigen Projekten. Ja, das weiß ich doch alles, Liebes. Aber ich verstehe nicht, was dies mit diesem Ort zu tun hat. Es ist schön zu sehen, dass nicht nur ich es immer bin, die eine zu lange Leitung hat. Also gut. Eines meiner Projekte, um genau zu sein, das Humana Strafvollzugprojekt, hat es sich unter anderem zur Aufgabe gemacht, Gefangenen ohne Freunde und Familie zu schreiben und sie, wenn möglich, zu besuchen. Von solchen Initiativen habe ich bereits gehört. Ich wusste allerdings nicht, dass du dich in einer solchen Organisation betätigst. Oh, ich bin auch erst seit gut 2 Monaten dabei und stand der Organisation zunächst auch eher skeptisch gegenüber. Was hat denn deine Meinung geändert? Das Leid vieler Gefangener. Das britische Strafvollzugssystem bedarf dringend einiger Reformen. Ich erfuhr von Häftlingen, die seit mehr als 10 Jahren in Isolationshaft sitzen. Und ähnliche Dinge mehr. Aber das steht auf einem anderen Papier und hat nichts mit unserem kleinen Ausflug hier zu tun. Sondern? Eine meiner ersten Aufgaben, die ich für die Initiative übernahm, war es, einem jungen Häftling zu schreiben, der seit mehreren Jahren hinter Gittern sitzt und keinerlei Familie mehr hat. Sicherlich eine ehrenvolle Aufgabe. Ich muss allerdings feststellen, dass ich vollstes Vertrauen in unser Rechtssystem habe und die Auffassung vertrete, dass jeder, der im Gefängnis sitzt, auch einen Grund hat, warum er dort ist. Naja, also das bestreitet ja auch niemand. Trotzdem kann man die Haftbedingungen sicherlich verbessern. Einen Augenblick, wir sind am Tor. Ich muss uns anmelden. Guten Tag, was kann ich für Sie tun? Wir möchten gerne einen Ihrer Gefangenen besuchen. Haben Sie Ihren Besuch angemeldet? Ja, haben wir. Die Namen lauten Montgomery und Rutherford. Ah ja, da habe ich Sie ja. Sie wollen zu Sean Mayfield, richtig? Ganz recht. Sie können passieren. Warten Sie einen Moment, ein Kollege begleitet Sie zum Besucherraum. Sag mal, Audrey, habe ich gerade richtig gehört? Wir besuchen Sean Mayfield. Den Sean Mayfield. Audrey, bist du von allen guten Geistern verlassen? Bitte, Mimi, beruhige dich. Ja, wir besuchen tatsächlich den Sean Mayfield. Aber
Gib mir zunächst die Gelegenheit, dir alles zu erklären. Gut, die sollst du haben. Allerdings bezweifle ich, dass es dir gelingt, mich davon zu überzeugen, dass es einem guten Zweck dient, einen mehrfachen Mörder im Gefängnis zu besuchen. Der Mann hat seine gesamte Familie ermordet. Ja, glaubst du, das wüsste ich nicht? Es ging ja damals mehrere Wochen lang durch die Presse. Ach, dann dürfte dir ja auch bekannt sein, was für eine abscheuliche Tat dieser Mann begangen hat. Er hat seine beiden Geschwister und danach seine Eltern mit dem Jagdgewehr seines Vaters erschossen. Damals war er gerade einmal 16 Jahre alt. Ja, ja, diese Fakten sind mir alle bekannt. Der Junge sitzt also bereits seit mehr als 9 Jahren im Gefängnis. Doch damit nicht genug. Der oberste Gerichtshof hat vor 2 Tagen den Termin für seine Hinrichtung bekannt gegeben. Es ist bedauerlich, dass ein so junges Leben auf diese Art sein Ende nimmt. Aber wir sollten nicht vergessen, dass wir es mit einem Mann zu tun haben, der seine gesamte Familie ausgelöscht hat. Ja, alles deutet darauf hin, dass es so gewesen ist. Doch einer der Briefe, die ich erhalten habe, ließen mich stutzig werden. Und ich war der Meinung, mit diesem Mann persönlich sprechen zu müssen. Und mich hast du ebenfalls direkt mit eingeplant für deinen Besuch. Soweit ich mich erinnern kann, ging in diesem Prozess damals alles mit rechten Dingen zu. Das halbe Dorf, aus dem der Junge stammte, trat als Zeuge auf. Was, bitteschön, lässt dich in diesem Fall also zweifeln? Die Tatsache, dass er sich den Tod herbeiwünscht. Und nicht etwa, weil sein Gewissen ihn beunruhigt. Er beteuert nach wie vor seine Unschuld. Nein, er möchte, dass sein Dorf endlich seinen Frieden findet. Das klingt in der Tat seltsam. Gut, hören wir uns an, was er zu sagen hat. Aber ich verspreche dir gar nichts. Ich habe dich doch bisher um nichts gebeten, Mimi. Noch nicht, aber das wirst du sicherlich noch. Vielleicht liegst du gar nicht so verkehrt mit deiner Annahme. So, da wären wir. Hier ist Besucherraum 4. Wagen wir uns in die Höhle des Löwen. Geh du vor. Schließlich war es deine Idee, Mr. Mayfield einen Besuch abzustatten. Hören wir uns seine Version der Ereignisse an. Oh, danke. Ich hatte zwischenzeitlich die Befürchtung, du würdest auf dem Absatz kehrt machen. Audrey, zwar finden nicht alle deine Ideen immer meinen uneingeschränkten Zuspruch, aber in all den Jahren, in denen ich dich nun kenne, hast du mit deiner Intuition nur sehr selten daneben gelegen. Deshalb werde ich auch in diesem Fall mir zunächst alles anhören und dann mein Urteil fällen. Ich bitte dich nur in Zukunft, mir sofort reinen Wein einzuschenken. Ach ja, eins noch. Bevor wir nun dort hineingehen, wie konntest du ihn zu diesem Gespräch überreden? Also, ich verspreche dir, in Zukunft immer aufrichtig zu dir zu sein. Es hat tatsächlich mehrere Wochen Zeit in Anspruch genommen, bis es mir gelungen ist, Mayfield zu diesem Gespräch zu bewegen. Deshalb war es mir auch so enorm wichtig, dich an meiner Seite zu wissen. Dann verlieren wir keine weitere Zeit und machen Mr. Mayfield unsere Aufwartung. Mr. Mayfield, schön, Sie endlich einmal persönlich kennenzulernen. Auch wenn der Anlass alles andere als angenehm ist. Sie müssen Mrs. Montgomery sein, nehme ich an. Sie haben vollkommen recht mit Ihrer Annahme. Sehr erfreut. Entschuldigen Sie bitte, dass ich nicht aufstehe. Meine Fußfesseln lassen dies leider nicht zu. Sie scheinen sich Beistand mitgebracht zu haben. Verständlich, wenn Sie einer Bestie wie mir gegenübertreten wollen. Oh, entschuldigen Sie bitte. Meine Begleiterin ist Miss Rutherford. Guten Tag. Sie ist hier allerdings weniger zugegen, um mich moralisch zu unterstützen, als dass sie ebenfalls einiges Interesse an ihrer Version der Ereignisse der Vergangenheit hegt. Kaum steht das Datum meines Todes fest und schon zeigt man ein gesteigertes Interesse an meinem Schicksal. Aber nun gut, schließlich habe ich zugestimmt und bin bereit, mich mit Ihnen zu unterhalten. Wofür ich mich nochmal bei Ihnen bedanken möchte. Da unsere gemeinsame Zeit knapp bemessen ist, sollten wir diese nutzen.
Ich komme direkt zur Sache, wenn's recht ist. Gern, nur zu. Fragen Sie, was Ihnen auf der Zunge brennt. Sean? Ich darf Sie doch Sean nennen, oder? Sicher. Also Sean, Sie haben all die Jahre Ihre Unschuld beteuert. Und nun, wo Ihr Todesurteil bestätigt wurde, sprechen Sie davon, dass es für Ihr Dorf das Beste ist, wenn Sie dem Henker übergeben werden. Ich habe fast ein Jahrzehnt immer und immer wiederholt, dass ich nicht die Morde verübt habe. Aber niemand hat mir geglaubt oder auch nur zugehört. Ich habe meinen Frieden gemacht. Nur verstehe ich nicht, wieso Sie der Ansicht sind, Ihr Dorf könne dann endlich zur Ruhe kommen, wenn Sie nicht mehr unter den Lebenden weilen. Oh, das ist ganz einfach. Die wenigen Menschen aus dem Dorf, die nichts in irgendeiner Art und Weise mit dem Tod meiner Familie zu schaffen haben, erhalten endlich die Gelegenheit, die Ereignisse der Vergangenheit zu vergessen. Die Mehrzahl der ehrenwerten Bürger, die sich jedoch an der Bluttat beteiligt haben, können endlich ihr Gewissen beruhigen, wenn der Letzte, der sie des Mordes bezichtigt, für immer verstummt ist. Man kann endlich ohne Gewissensbisse wieder zum Alltag übergehen. Verstehe ich Sie richtig? Sie verdächtigen Ihren gesamten Heimatort des Mordes? Vielleicht nicht den gesamten, aber doch einen erheblichen Teil davon. Das wäre geradezu ungeheuerlich. Wie sollte eine solche kollektive Tat einer Dorfgemeinschaft über die Jahre verborgen bleiben? Ich bitte Sie, das ist doch ganz einfach. Sie sorgen einfach dafür, dass alle, die etwas sagen könnten, ihren Mund halten. Entweder aus Angst oder weil sie tot sind. Mit mir verstummt auch die letzte Stimme der Wahrheit. Ich bin müde. Meine Kräfte sind verbraucht. Sie haben sich aufgegeben. Sie haben mein Interesse geweckt, John. Wie wäre es, wenn Sie mir einmal Ihre Version der Ereignisse schildern? Ich kenne bisher nur die Version der Presse, in der Sie für den Tod Ihrer Eltern und Ihrer beiden Geschwister verantwortlich sind. Sie haben sie alle nacheinander mit einer großkalibrigen Waffe Ihres Vaters getötet. Wie Sie schon so richtig festgestellt haben, ist dies die Version der Presse. Doch ich habe Ihnen bereits viel zu viel erzählt. Ich bin froh, wenn ich in 14 Tagen endlich diesen Mauern entfliehen kann und nicht länger in meiner Zelle dahin vegetieren muss. Ich begrüße den Tod. Wenn ich Ihren Worten Glauben schenken darf, würde dies allerdings bedeuten, die wahren Mörder würden ihrer gerechten Strafe entgehen. Wenn Sie so wollen? Schon. Ich bin bereit, Ihnen zu glauben. Ich denke, es war ein Fehler, dem Wunsch von Mrs. Montgomery nach einem Treffen zuzustimmen. Ich denke, das Gegenteil ist der Fall. Wir könnten Ihre Chance sein, Sie vor dem Galgen zu bewahren. Nehmen Sie es mir nicht übel, aber ich wüsste nicht, wie es ausgerechnet zwei älteren Damen gelingen sollte, meine Unschuld zu beweisen. Wenn Sie uns nicht weiterhelfen wollen, so sehe ich mich gezwungen, nach Yorkshire zu reisen und vor Ort zu versuchen, die wahren Ereignisse zu ermitteln. Du willst was? Ich kann Sie nicht daran hindern, doch ich möchte Ihnen einen guten Rat mit auf den Weg geben. Seien Sie vorsichtig. Ihr Leben könnte in Gefahr sein, wenn Sie die falschen Fragen stellen. Ich werde mich nun verabschieden. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Es wird noch einige Zeit dauern, bis ich das soeben Gehörte wirklich verdaut habe. Wenn es wirklich stimmt... Haben wir es nicht mit einem fehlgeleiteten Jugendlichen zu tun, der seine Familie ausgelöscht hat, sondern mit einem ausgewachsenen Mordkomplott? In dem Mayfield die Rolle des Sündenbocks zufällt. Richtig. Ein noch minderjähriger Täter, dem man nur wenig Glauben schenkt, bietet sich für diese Rolle geradezu an. Das heißt, du glaubst ihm seine Geschichte? Ich neige dazu, ihm zu glauben. Ich konnte nichts Falsches in seinen Worten entdecken. Und ich hatte auch nicht das Gefühl, als ob er etwas verheimlichen würde. Umso erschreckender finde ich die Vorstellung, dass ein ganzes Dorf beschließt, eine komplette Familie auszurotten, um ans Ziel zu gelangen. Ein gutes Stichwort. Dieses Ziel oder Motiv für eine solche Tat liegt noch komplett im Dunkeln, da Sean Mayfield uns nicht verraten wollte, was es damit auf sich hat. Ich stimme dir zu.
Über die Hintergründe der ganzen Angelegenheit wissen wir rein gar nichts. Was gedenkst du nun zu tun? Ich denke, es ist an der Zeit, ein wenig Urlaub zu machen. Etwas Erholung und Entspannung wird uns gut tun. Ich habe gehört, Yorkshire sei um diese Jahreszeit ganz bezaubernd. Und insbesondere Little Clacton, unweit des North Yorkshire Moors. Ich sehe, wir verstehen uns. Wir sollten uns gleich morgen früh auf den Weg machen. Die Fahrt dürfte einige Stunden in Anspruch nehmen. Ja, sobald wir wieder in Guts Hill sind, werde ich die Koffer packen. Ich hätte nicht gedacht, dich von Sean Mayfields Unschuld überzeugen zu können. Alle Zweifel konntest du allerdings nicht beiseite wischen. Aber bevor ein junger Mann am Galgen landet, sollten alle Vorbehalte vom Tisch sein. Und wir haben nur wenig Zeit. Die Uhr läuft gegen uns. Ich sehe schon, du hast Blut geleckt, meine Liebe. Ich werde dich zu Hause absetzen und morgen bei Sonnenaufgang abholen. Ganz ausgezeichnet. So machen wir es. Ich hätte nicht gedacht, dass unsere Reise so viel Zeit in Anspruch nehmen würde. Schließlich sind wir ja bereits seit Sonnenaufgang unterwegs. Es konnte ja niemand damit rechnen, dass wir von einem Stau in den nächsten geraten würden. Manche Dinge lassen sich leider nicht planen. Aber ich habe eine gute Nachricht. Wir sind in unmittelbarer Nähe unseres Ziels. Wenn wir dem Schild, an dem wir soeben vorbeigefahren sind, trauen dürfen, sind es nur noch wenige Meilen bis Little Clacton und unserer Unterkunft, dem Horseshoe Inn. Ich hoffe, es gibt dort warmes Wasser und eine anständige Mahlzeit. Mein Magen hängt mir bereits bis auf die Schuhsohlen. Ich denke, wir werden beides dort vorfinden. Schließlich beziehen wir keine Pension in der afrikanischen Wildnis, sondern in einem Teil des britischen Königreiches. Ja, der so abgelegen ist, dass man es mit der afrikanischen Steppe vergleichen könnte, wenn man einmal das Wetter außer Acht lässt. Verdammt, stopp! Was ist denn los? Habe ich was überfahren? Ein Tier womöglich? Wie? Nein, um Gottes Willen, wie kommst du darauf? Wir sind lediglich falsch gefahren. Wir hätten dort vorn links abgemusst. Wie bitte? Ist das alles? Sag mal, deshalb musstest du mich so erschrecken? Ich hatte schon mit dem Schlimmsten gerechnet und eine Vollbremsung hingelegt. Mensch, wir hätten in den Straßengraben geschleudert werden können. Ich vertraue deinen Fahrkünsten vollkommen. Und schließlich war es ja auch äußerst wichtig. Wir hätten uns sonst womöglich verfahren und unsere Fahrt wäre unnötig verlängert worden. Oh. Also wenn ich das nächste Mal falsch abbiege, genügt es, wenn du mir dies in ganz normalem Ton mitteilst, ja? Wie du meinst. Ich habe es nur gut mit dir gemeint. Zur Kenntnis genommen. Sieh nur, wir haben endlich unser Ziel erreicht. Das Horseshoe Inn. Ich schlage vor, wir beziehen unsere Zimmer, gönnen uns ein anständiges Mittagessen und machen uns auf den Weg, den Ort zu erkunden. Eine warme Mahlzeit. Klingt verführerisch und wird sicher auch meinen Denkapparat wieder auf Vordermann bringen. Da bin ich mir sicher. Das wollen wir doch hoffen. Schließlich brauche ich dich mit einem klaren Kopf an meiner Seite. Komm. Schnappen wir uns unsere Koffer und beziehen unsere Zimmer. Ein paar Schritte zur Verdauung können nun wirklich nicht schaden. Der Wirt hat sich wirklich selbst übertroffen. Das Essen war wirklich ausgezeichnet. Hätte ich auch nur einen weiteren Happen zu mir genommen, wäre ich wahrscheinlich geplatzt. Wie machen wir nun weiter? Zunächst einmal erkunden wir den Ort.
Der Wirt war so nett und hat mir den Weg erklärt. Wir brauchen nur den Hügel hinab und kommen direkt in den Ortskern von Little Clacton. Dann machen wir uns auf den Weg. Die Wälder und das Moor und in all das gebettet dieser kleine Ort. Kaum zu glauben, dass sich hier eine solche Bluttat ereignet haben soll. Ja, wenn man hinter die Fassaden einer kleinen Stadt schaut, sind die Abgründe, in die man dort blickt, so manches Mal noch um einiges tiefer als in der Großstadt. Ja, da möchte ich dir nicht widersprechen. Zurück zum Thema. Hast du bereits eine Idee, wo wir mit unseren Nachforschungen beginnen wollen? Oh ja, in der Tat, das habe ich. Wir werden das Zentrum für Klatsch und Neuigkeiten in solch einem Ort wie diesem aufsuchen. Und? Der wäre? Der Kaufladen natürlich. Dort kommt das gesamte Dorf vorbei. Und wenn mich nicht alles täuscht, stehen wir auch schon fast davor. Buntons Corner Shop. Oh, wenn das nicht nach der großen Welt klingt. Audrey, sobald wir diesen Laden betreten haben, bitte ich dich, ein wenig Zurückhaltung zu üben. Ich weiß auch, dass dieser Ort keinesfalls der Mittelpunkt der Welt ist. Das müssen wir die Leute aber nicht spüren lassen. Ja, ja, ich verspreche es. Aber sieh dich mal um. Die besten Tage liegen schon weit hinter diesem Ort. Alles macht einen heruntergekommenen und schäbigen Eindruck. Ja, keine Frage. Es gibt, weiß Gott, schönere Orte als diesen. Einige der Häuser scheinen zudem leer zu stehen. Eine Frage mehr, die es zu klären gilt. Sag mal, was erhoffst du, in dem Laden eigentlich in Erfahrung bringen zu können? Vielleicht haben wir das Glück und erfahren, wo die Familie der Mayfields gelebt hat. Nun gut, dann nichts wie auf in Buntons Corner Shop. Ja, bitte. Was kann ich für Sie tun? Oh, wir sind Touristen und sind auf der Suche nach einer Wanderkarte der Umgebung. Führen Sie so etwas? Touristen hier? Man glaubt das kaum. Aber lassen Sie mich mal sehen. Irgendwo sollte sich eine solche Karte finden lassen. Ist zwar nicht mehr auf dem neuesten Stand, aber das Wesentliche sollte schon noch stimmen. Hat sich in den letzten Jahren ja nicht viel verändert. Na, wer sagt es denn? Hier haben wir sie ja auch schon. Und so gut wie neu. Oh ja, das sieht man auf den ersten Blick. Fast noch druckfrisch, möchte man meinen, bei diesem zarten Gelbstich der Seiten. Wie? Oh, nichts, nichts. Meine Freundin hier brachte nur ihre Freude zum Ausdruck, dass sie doch noch eine Karte gefunden haben. Ach so. Sagen Sie mal, wenn die Frage gestattet ist, wie kommt es, dass der Ort so einen verlassenen Eindruck auf mich macht? Würde ich Ihnen gerne sagen, Mrs. Die Leute sind weg, weil sie keine Arbeit mehr hatten. Und die, die geblieben sind, hatten nicht mehr das Geld, um ihre Häuser instand zu halten. Das ist wirklich eine traurige Entwicklung für einen so malerisch gelegenen Ort wie diesen. Mag sein. Darf es noch etwas sein? Oh ja. Ich bekomme noch diesen herrlichen Regenponcho aus Ihrem Schaufenster. Kommt sofort. Bitte verzeihen Sie mir meine Neugier, aber wie konnte es denn passieren, dass so viele Menschen auf einen Schlag ihre Arbeit verlieren? Tja, das ist eine ganz einfache Geschichte. Die Fabrik, circa 3 Meilen die Straße hinunter, hat ziemlich überraschend ihre Pforten geschlossen und ihre Mitarbeiter vor die Tür gesetzt. So war das. Überraschend, sagen Sie? Was ist denn geschehen? Die Fabrik ist auf Anordnung des Staates ohne erkennbaren Grund mit sofortiger Wirkung geschlossen worden. Die Leute hier hatten das Nachsehen. Wann ist es denn zu dieser Schließung gekommen? Wenn ich mir den Zustand einiger der Wohnhäuser so anschaue, stehen sie schon eine ganze Weile leer. Sie haben recht. Der Niedergang unseres Ortes begann vor fast einem Jahrzehnt. Um genau zu sein, vor 9 Jahren. Seitdem ging es immer weiter steil bergab.
Was für eine Fabrik war das denn eigentlich? Und warum hat sich die Regierung eingeschaltet? Es war eine Chemiefabrik. Der einzige Arbeitgeber weit und breit. Ach, was weiß ich denn, was in den Köpfen unserer Politiker so vor sich geht. Und nun lassen Sie es gut sein. Ich glaube nicht, dass Sie das alles auch nur das Geringste angeht. Hier, der Poncho. Wie Sie meinen. Eine Frage hätte ich noch. Sagen Sie, kennen Sie zufällig eine Familie Mayfield, die hier gelebt haben soll? Genug. Gehen Sie. Sofort. Dort ist die Tür. Wir wollten doch nur... Gehen Sie auf der Stelle. Ich will Sie hier nie wiedersehen. Schon gut, wir gehen ja schon. Was war denn das? Ein erstklassiger Rauswurf, würde ich meinen. Aber aus welchem Grund? Weil wir wahrscheinlich die falschen Fragen gestellt haben. Oh, es hat ganz den Anschein. Aus der bekommen wir auf jeden Fall nichts mehr heraus. Wie auch immer. Sehen wir uns einfach noch ein wenig um. Vielleicht stoßen wir auf etwas Interessantes. Viel von Interesse kann ich hier beileibe nicht entdecken. Alles in allem macht dieser Ort einen trostlosen Eindruck auf mich. Außerdem haben wir über Sean Mayfield und seine Geschichte nicht das Geringste in Erfahrung bringen können. Ja, viel ist es nicht, was wir von der Ladenbesitzerin erfahren konnten. Vielleicht waren wir zu direkt mit unseren Fragen. Tja, wo setzen wir jetzt an? Vielleicht ist es nicht verkehrt, sich diese Chemiefabrik einmal aus der Nähe anzusehen. Meinst du wirklich? Diese Fabrik hat doch schon vor langer Zeit ihren Betrieb eingestellt. Ganz genau. Und hättest du genauer zugehört, wäre dir ein wichtiges Detail dabei nicht entgangen. Detail? Was denn für ein Detail? Na, ganz einfach. Der Zeitpunkt, an dem die Fabrik geschlossen wurde, fällt zusammen mit jenem, an dem Sean Mayfield seine Familie ermordet haben soll. Oh, du hast recht. Wie konnte mir das nur entgehen? Du meinst, es gibt da eine Verbindung? Ich bin mir nicht sicher. Aber ich finde es zumindest auffällig, wenn ich ehrlich sein soll. Na, dann nichts wie los. Machen wir uns auf die Suche nach dieser Fabrik. Es dürfte ja nicht allzu schwer sein, diese zu finden. Schließlich hat das halbe Dorf dort seine Brötchen verdient. Der Weg ist doch länger als erwartet. Wenn ich das geahnt hätte, wäre ich den Wagen holen gegangen. Wer konnte denn schon vermuten, dass die Fabrik doch so weit außerhalb der Ortschaft liegt? Seien wir froh, dass dir das Hinweisschild aufgefallen ist. So versteckt, wie es aufgestellt war, hätte man es auch leicht übersehen können. Ja, das Schild stand wirklich ein wenig versteckt. Fast kaum noch zu erkennen in der Mitte der Hecke, in der es stand. Wir dürfen nicht vergessen, dass es fast ein Jahrzehnt her ist, seitdem hier zuletzt jemand gearbeitet hat. Sieh nur, dort vorn scheint es auf das Gelände der Anlage zu gehen. Oh, hoffentlich beobachtet niemand, wie wir das Gelände betreten. Ich möchte keinen Ärger mit der örtlichen Polizei. Jetzt sei aber kein Hasenfuß. Seitdem wir aus der Ortschaft heraus sind, habe ich keine Menschenseele mehr gesehen. Hörst du das auch? Klingt, als würde sich ein Wagen nähern. Der Staubwolke nach zu urteilen, hast du recht. Da kommt jemand und das mit ziemlich hoher Geschwindigkeit. Ja, jetzt kann ich mehr erkennen. Es scheint ein schwarzer Land Rover zu sein und er hält direkt auf uns zu. Er wird uns wohl kaum über den Haufen fahren. Obwohl ich einräumen muss, dass es nicht normal ist, in der Mitte der Fahrbahn zu fahren. Schnell, Audrey, wir müssen von der Straße runter. Ja, wohin denn? Etwa in den Straßengraben? Ach, immer noch besser, als überfahren zu werden. Ui.
habe es doch gewusst. Hätte ich mir ja eigentlich auch denken können. Würde es Ihnen etwas ausmachen, mir zu verraten, warum Sie Interesse daran haben, uns über den Haufen zu fahren? Wie? Was machen Sie eigentlich hier draußen? Wenn Sie sich außerstande sehen, meine Frage zu beantworten, wüsste ich nicht, wieso ich die Ihre beantworten sollte. Aber da ich eine bessere Kinderstube genossen habe als Sie, werde ich es Ihnen trotzdem verraten. Wir machen einen Spaziergang. Zumindest bis wir in den Straßengraben hechten mussten, um am Leben zu bleiben. Spazieren gehen, dass ich nicht lache. Sie halten mich wohl für selten dämlich, was? Nun ja, wenn Sie mich so fragen. Ich habe mich wohl verhört. Was haben Sie vorhin bei Banden gewollt? Ich weiß, dass Sie sie besucht haben. Wir haben eine Karte gekauft. Mr. Adams ist mein Name. Cedric Adams. Ein Name, den Sie sich besser gut merken. Und halten Sie mich nicht für dumm. Ich weiß, dass Sie Myra nach Sean Mayfield gefragt haben. Ich gebe Ihnen einen guten Rat. Hören Sie auf, Fragen zu stellen und fahren Sie dorthin zurück, woher Sie gekommen sind. Vielen Dank für Ihren guten Rat. Wir werden ihn geflissentlich ignorieren und Ihren Namen werden wir sicherlich auch nicht so schnell vergessen. Dafür haben Sie mehr als Sorge getragen. Komm, Audrey, ich möchte unseren Spaziergang fortsetzen. Ich habe Sie gewarnt. Hier draußen auf dem Land kann einem so manches zustoßen. Wollen Sie uns drohen? Halten Sie es, wie Sie wollen. Ab jetzt haben Sie sich alles, was nun folgt, selbst zuzuschreiben. Also wenn ich es nicht besser wüsste, würde ich sagen, ich habe diesen mehr als denkwürdigen Auftritt nur geträumt. Ich kann dir versichern, es war kein Traum. Diese ungehobelte Person ist nur zu real. Aber wieso droht man uns? Es scheint so, als käme es jemandem sehr ungelegen, dass wir Fragen zu Sean Mayfield und den Ereignissen vor 9 Jahren stellen. Diese Umstände erhärten meine Vermutung, dass mehr an der Sache dran ist, als es zunächst den Anschein hatte. Ich kann mir nur immer noch nicht vorstellen, warum man die Familie ermordet haben könnte. Ich kann noch kein Motiv erkennen. Dies gilt es zu finden. Und nun komm, ich möchte mich auf dem Gelände der Fabrik umsehen. Es wird Zeit, dass wir Beweise für unsere Annahmen finden. Und wenn dieser Adams zurückkommt? Dann müssen wir es drauf ankommen lassen. Hilf mir bitte. Hier ist der Maschendrahtzaun aufgerissen und kann nach oben gedrückt werden. So gelangen wir auf das Grundstück. Gut, ich fasse mit an. So, das hätten wir. Gehen wir weiter. Das dort drüben scheinen die Verwaltungsgebäude zu sein. Beginnen wir dort mit unserer Suche. Also, ich habe bisher nichts von Bedeutung entdecken können. Nichts außer hunderte verstaubter Akten. Bis wir die durchgesehen haben, ist Sean Mayfield längst seinem Schöpfer gegenübergetreten. Wir dürfen nicht aufgeben. Sehen wir uns weiter um. Was mir mehr als bemerkenswert vorkommt, ist, wie es hier ausschaut. Wieso? Ich kann nichts Außergewöhnliches entdecken. Es sieht aus, wie es in einem typischen Firmenbüro nun einmal ausschaut. Richtig. Als ob die Mitarbeiter jede Minute aus ihrer Mittagspause zurückkehren und ihre Arbeit fortsetzen würden. Ja, du hast recht. Es hat den Anschein, als sei das Aus für diese Firma sehr plötzlich gekommen. Komm, Audrey. Wir müssen die Büros der leitenden Angestellten finden. Wenn wir erfahren wollen, was sich hier ereignet hat, dann am ehesten dort. Gute Idee. Machen wir uns auf die Suche. Dort, das Büro am Ende des Ganges sieht sehr vielversprechend aus. Ja.
Wenn mich nicht alles trügt, steht an der Tür stellvertretender Direktor. Hier sollten wir vermutlich mehr erfahren. Oh, auch hier das gleiche Bild wie in den anderen Büros. Es sieht so aus, als käme der Besitzer jeden Augenblick zurück und setzte seine Arbeit fort. Hier steht sogar noch eine Kaffeetasse auf dem Schreibtisch. Sehen wir uns um. Beginnen wir mit den Dokumenten dort in der Schreibtischablage. Abrechnungen, Tabellen. Ah, nanu, was haben wir denn hier? Hast du etwas entdeckt? Oh, ich denke schon. Sieh mal. Nach eingehender Prüfung unseres örtlichen Mitarbeiters und uns vorliegender Bodenproben sehen wir uns gezwungen, die Anlagen ihrer Fabrik mit sofortiger Wirkung stillzulegen. Hohe nachgewiesene Konzentrationen von Schadstoffen im Boden stellen eine akute Gefahr für ihre Mitarbeiter und die Bewohner der Ortschaft Little Clacton dar. Nachdem Sie dieses Schreiben erhalten haben, wird unser leitender Mitarbeiter James Mayfield die Schließung der Anlagen am morgigen Tag persönlich überwachen. Mit freundlichen Grüßen, Oscar Morley, Direktor des Gesundheitsministeriums Yorkshire. Na, das nenne ich mal eine Entdeckung. Also war Seans Vater für die Schließung der Fabrik verantwortlich? Na, ist das von Bedeutung? Oh ja, von erheblicher. Wir haben soeben das Motiv für einen Mord an der Familie Mayfield entdeckt. Ja? Haben wir das? Ja, haben wir. Rache. Die Untersuchungen von James Mayfield sorgten quasi über Nacht für die Arbeitslosigkeit. Und womöglich den Verlust der Existenz eines ganzen Dorfes. Da dürften bei so einigen die Emotionen übergekocht sein. Eine gute Theorie. Nur leider schwer zu beweisen. Allein ist das Dokument noch nicht viel wert. Aber immerhin ein Anfang. Außerdem finde ich dies hier mehr als nur interessant. Ach du meine Güte. Ganz genau. Das Datum, an dem das Schreiben zugestellt wurde, liegt nur einen Tag vor jenem, an dem die Familie Mayfield ausgelöscht wurde und Sean als Mörder ins Gefängnis ging. Das ist allerdings komisch. Die Ereignisse liegen wirklich eng beieinander und lassen einen Zusammenhang vermuten. Ich schlage vor, wir machen uns auf den Rückweg zu unserer Unterkunft. Es wird schon langsam dunkel. Oh, tatsächlich? Na, dann nichts wie los. Ich möchte, wenn es dunkel ist, in der warmen Stube des Wirtshauses sitzen und nicht über dieses Gelände geistern. Zumal ich soeben erfahren habe, dass meine Gesundheit darunter leiden könnte. Schon gut, wir gehen ja schon. Hast du das auch gehört, Mimi? Ja, habe ich. Das wird eine Ratte gewesen sein. Von denen dürfte es hier nur so wimmeln. Boah, ich hasse diese Viecher. Noch diesen Gang hinunter und wir sind wieder am Hauptportal. Du, da ist doch jemand hinter uns auf dem Flur. Mimi, ich habe Angst. Wenn da jemand auf dem Gang ist, so möge er sich zeigen. Es gehört sich nicht, hinter jemandem herzuschleichen. Ich würde es bevorzugen, im Schatten zu bleiben. Da ist ja tatsächlich jemand. Entschuldigen Sie bitte. Ich wollte Sie nicht erschrecken. Ja, das ist Ihnen aber gründlich misslungen. Wer sind Sie und was wollen Sie von uns? Mein Name tut nichts zur Sache. Aber warum ich zu Ihnen komme, kann ich Ihnen sagen. Ich möchte mich endlich rein von Schuld waschen. Von Schuld reinwaschen? Von was für einer Schuld sprechen Sie, gute Frau? Die Schuld, die ich auf mich geladen habe, indem ich fast 10 Jahre geschwiegen habe, was das wahre Schicksal der Familie Mayfield betrifft. So? Was wissen Sie darüber?
Ich weiß, was sich wirklich in jener Nacht zugetragen hat. Dann sollten Sie reden und Ihr Gewissen erleichtern. Nicht hier. Außerdem weiß ich noch nicht, ob ich Ihnen trauen kann. Hm. Aus irgendeinem Grund sind Sie aber doch hierher gekommen, oder etwa nicht? Ja, ich wurde durch Zufall Zeuge Ihres Gespräches mit Myra Bunton. So? Wie das? Ich war ebenfalls im Laden. Von dort aus bin ich Ihnen gefolgt und ich habe auch Ihr Zusammentreffen mit Adams beobachten können. Sie sind hier, um sich für Sean Mayfield einzusetzen, nicht wahr? Ist es nicht so? Sie haben recht. Wir sind hier, um Sean Mayfields Unschuld zu beweisen. Allerdings läuft uns die Zeit davon. Sean Mayfield hat nur noch wenige Tage, dann wird er dem Henker vorgeführt. Oh Gott, das darf nicht passieren. Das muss aufhören. Wenn Sie uns helfen wollen, so reden Sie. Nicht hier. Das ist zu gefährlich. Ich treffe Sie heute Abend um kurz vor Mitternacht an der Kapelle am Ortsrand. Kennen Sie den Ort? Ja, ich habe die Kapelle bei unserer Anreise gesehen. Gut, dort können wir uns ungestört unterhalten und ich werde alle Ihre Fragen beantworten. Warum sollten wir Ihnen trauen? Wir wissen nicht, wer Sie sind. Eigentlich wissen wir rein gar nichts über Sie. Sie werden mir vertrauen müssen. Aber ich kann verstehen, dass Sie einen Vertrauensbeweis brauchen. Ich gebe Ihnen einen Hinweis, den Sie sicher überprüfen können. Die gesamte Familie wurde mit einem Jagdgewehr erschossen. Das ist nichts Neues. Es war sogar in der Presse zu lesen. Richtig. Zu lesen war dort allerdings nicht, dass es das Gewehr von James Mayfield gewesen ist, mit dem die Familie ermordet wurde. Unsinn. Kaliber und Fabrikat stimmten überein. Korrekt. Allerdings hatte James Mayfield seine Initialien auf dem Kolben des Gewehrs eingravieren lassen. Erkundigen Sie sich doch, ob die sichergestellte Waffe diese Gravur trug. Das werden wir. Wenn Sie meine Angaben überprüft haben, werden Sie sehen, dass ich die Wahrheit gesagt habe. So, ich muss nun gehen. Wir sehen uns heute Nacht. Ich werde Ihnen dann weitere Beweise liefern. Einen Moment. Ich spar dir die Mühe, sie ist schon weg. Sie sind sich also ganz sicher, ja? Kein Zweifel möglich? Gut, Sie haben mir wirklich weitergeholfen. Wie ich darauf käme? Bloßes Interesse, Herr Inspektor. Wo ich bin? Ich mache Urlaub im herrlichen Yorkshire. Ja, ich werde gut auf mich Acht geben und keinen Unsinn anstellen, versprochen. Ja, ich wünsche Ihnen auch eine gute Nacht. Und denken Sie bitte daran, sich noch weiter zu schonen. Ihr Knie ist noch nicht wieder voll einsatzbereit. Nach Ihrem Alleingang im Fall der Brandopfer. Auf Wiederhören. Nun, was hat dein Telefonat ergeben? Oh, es war mehr als interessant. Ach, jetzt lass dir doch nicht alles einzeln aus der Nase ziehen. Nun sag schon, was konntest du in Erfahrung bringen? Unsere geheimnisvolle Informantin hat die Wahrheit gesprochen. Ach. Die Waffe in der Asservatenkammer der Polizei hat keine Gravur auf dem Kolben, noch sonst irgendwo. Gut. Das heißt allerdings nur, dass sie in diesem Punkt nicht gelogen hat. Beweist aber noch lange nicht, dass es eine derart auffällig verzierte Waffe überhaupt gegeben hat. Stimmt. Erst wenn wir diese Waffe gefunden haben, können wir ernste Zweifel gegen das Urteil von Sean Mayfield äußern. Wenn diese Waffe existiert, ist Sean allerdings immer noch nicht aus dem Schneider. Er kann nach wie vor geschossen haben. Vielleicht hatte er einen Komplizen. Ach, wir können hier noch lange weiter debattieren und uns die Köpfe heiß reden. Nur so kommen wir nicht weiter. Wir sollten uns auf den Weg machen. Ja. Na, worauf wartest du noch? Du willst also wirklich zu dieser Kapelle, ja? In der Hoffnung, diese Frau dort wieder zu treffen? Ja, natürlich. Du etwa nicht? Ich dachte, wir wären hier, um Sean Mayfields Leben zu retten. Ja, sind wir ja auch. Dann komm endlich. Es ist bereits 23:30. Wenn wir es noch pünktlich schaffen wollen, müssen wir jetzt aufbrechen. Na schön.
Gehen wir. So gefällst du mir. Oh, wie dunkel es auf diesem Waldweg ist. Ganz schön unheimlich. Wie kann ein einzelner Mensch nur so schreckhaft sein? Aber zu deiner Beruhigung. Dort vorn führt der Weg auf die Straße unterhalb der Kapelle. Es besteht also keine Gefahr, heute Nacht noch von Monstern in den dunklen Wald verschleppt zu werden. Also mach dich nicht lustig, ja? Ich mag nun mal keine Tannenwälder in finsterer Nacht. Wie könnte ich die Ängste meiner lieben Freundin ignorieren und mich gar darüber lustig machen? Ach, du! Genug jetzt davon. Wir sind auf der Straße, nur noch den Hügel hinauf und wir sind am Ziel. Hoffentlich erscheint diese Frau auch tatsächlich. Oh, da bin ich mir sicher. Wieso bist du dir da so sicher? Ganz einfach. Wenn du deine Augen benutzen würdest, könntest du sehen, wie sie dort vorn vor uns die Straße hinaufgeht. Sie scheint ebenfalls spät dran zu sein. Ach, tatsächlich? Dass du das bei diesem Licht sofort bemerkt hast. Unglaublich. Da kommt ein Wagen die Straße hinauf. Schnell, verstecken wir uns hier im Gebüsch. Es ist besser, wenn wir nicht gesehen werden. Der Wagen hat die Scheinwerfer nicht eingeschaltet. Und er scheint ein gehöriges Tempo drauf zu haben. Shinoa, die Unbekannte hat den Wagen jetzt auch bemerkt. Sie ist stehen geblieben und sieht den Hügel hinunter. Was macht denn der Fahrer da? Er hat die Geschwindigkeit erhöht und hält direkt auf die Frau zu. Du, wir müssen etwas tun. Er wird sie überfahren. Sie ist nicht schnell genug. Oh, zu spät. Oh. Er hat sie ungebremst überrollt. Oh. Er hat nicht einmal versucht zu bremsen. Oh. Er wollte sie überfahren. Es war eindeutig Absicht. Wir müssen ihr helfen. Warte! Der Wagen hat angehalten. Er hat doch den Wagen zurückgesetzt und steigt nun aus. Will er der Frau doch noch helfen? Das sollte mich wundern. Oh, verdammt! Anstatt ihr zu helfen, durchsucht er sie. Du, jetzt scheint er etwas gefunden zu haben. Er steigt wieder ein und fährt ohne Licht davon. Schnell, Audrey. Vielleicht können wir noch etwas für sie tun. Wir sollten einen Krankenwagen rufen. Das dauert zu lange. Wir müssen zunächst sehen, wie schwer sie verletzt ist. Helfen Sie mir. Oh, Blut. Überall ist Blut. Lass mich mal sehen. Sie hat innere Verletzungen. Sie muss in ein Krankenhaus. Oh mein Gott. Sie müssen mir erst zuhören. Sie stirbt, wenn wir nichts tun. Das Gewehr. Ich meine, das richtige Gewehr. Sie dürfen sich nicht anstrengen. Sie sind sehr schwach. Es ist im Haus von Cedric Adams. Es ist in Wirklichkeit sein Gewehr gewesen, mit dem die Familie erschossen wurde. Er hat das Dorf dazu aufgewiegelt, der Familie mitten in der Nacht einen Besuch abzustatten. Das wird nur schwer zu beweisen sein. Wie sollen wir in das Haus von Adams gelangen, um es zu überprüfen? Morgen Abend, während des Dorffestes. Alle werden da sein. Dann können sie. Oh Gott, sie ist tot. Siehst du, wir hätten einen Arzt rufen müssen. Ach, mach dir keine Vorwürfe. Auch der hätte ihr nicht mehr helfen können. Die inneren Verletzungen waren einfach zu schwer. Oh mein Gott.
Das hier werde ich nicht so schnell vergessen können. Sag mal, hast du eine Ahnung, wer der Fahrer des Wagens gewesen ist? Nein. Wenn ich ehrlich bin, könnte es jeder aus dem Dorf gewesen sein. Alle hätten ein Motiv, eine vermeintliche Verräterin zu beseitigen. Oh, sieh nur, da ist etwas auf der Kleidung der Frau. Trotz des Mondlichts ist nur schwer, etwas zu erkennen. Moment, das sind Lacksplitter. Schwarze Lacksplitter. Oh, der Wagen vorhin war sehr groß. Du denkst... Ganz genau. Das ist der schwarze Land Rover unseres feinen Mr. Adams war, den wir hier gerade gesehen haben. Ich sehe schon. Wir werden nicht darum herumkommen, Mr. Adams einmal genauer unter die Lupe zu nehmen. Und nun ist es an der Zeit, dass wir die Polizei rufen. Mein Gott, was für eine Nacht. Also ich glaube, ohne den Kaffee hier könnte ich kaum die Augen aufhalten. Ja, die Nacht war wirklich sehr kurz. Ein paar Stunden Schlaf mehr hätten sicherlich nicht geschadet. Oh ja, nach den Ereignissen dieser Nacht habe ich auch nicht sofort schlafen können. Nun ja, bis zum Abend haben wir sicherlich noch ein bisschen Zeit, uns auszuruhen. Du bist also nicht von deinem Plan abgekommen und willst wirklich in das Haus dieses Cholerikers einsteigen? Sehr richtig. Und vergiss bitte nicht, dass er nebenher auch noch ein Mörder ist. Wie konnte ich das vergessen? Also, wann soll es denn losgehen? Sobald das ganze Dorf unten im Ort versammelt ist und sich das Feuerwerk anschaut. Ach, dann stimmt es also tatsächlich, dass heute Abend ein Dorffest stattfindet? Dessen Abschluss mit einem Feuerwerk gekrönt wird. In diesem Augenblick werden wir zuschlagen. Wissen wir eigentlich, wer die Frau gewesen ist? Ach, die örtliche Polizei war zwar sehr zurückhaltend mit ihren Auskünften, aber so viel konnte ich erfahren. Ihr Name lautete Mary Albert. Nie gehört. Ich auch nicht. Allerdings war ihre berufliche Tätigkeit nicht uninteressant. Sie arbeitete bis zur Schließung der Fabrik als Chefsekretärin dort. Na, da dürfte sie das ein oder andere sicherlich mitbekommen haben. Davon ist auszugehen. Wahrscheinlich hat sie dort auch von der Schließung der Fabrik durch James Mayfield und dem geplanten Anschlag auf sein Leben erfahren. Ja, und hat dieses Wissen Tag für Tag mit sich herumgetragen und wurde innerlich von Schuldgefühlen zerfressen. Wir müssen heute Nacht dafür sorgen, dass die Frau nicht umsonst gestorben ist. Ja, das sind wir ihr schuldig. Ich verstehe allerdings noch nicht, warum man Mary Albert beseitigt hat. An dieser Stelle kann ich bisher auch nur mutmaßen. Vielleicht hat man beobachtet, dass sie mit uns Kontakt aufgenommen hat. Zum Beispiel, als wir die Fabrik verlassen haben. Oder aber, sie stand bereits vor unserem Eintreffen hier unter Beobachtung. Da man befürchtete, dass sie nicht länger schweigen würde. Deine Überlegungen haben einiges für sich. Hast du auch bereits eine Idee, was der Täter aller Wahrscheinlichkeit nach Mr. Adams auf der Straße an sich genommen hat? Vieles spricht dafür, dass es ein eindeutiger Beweis für die Schuld von Mr. Adams und vieler der Dorfbewohner am Tod der Familie Mayfield gewesen ist. Wir werden auch nach diesem Beweis Ausschau halten, wenn wir Adams Haus heute unsere nächtliche Aufwartung machen. Ich sehe schon, wir werden um diesen erneuten nächtlichen Ausflug nicht herumkommen. Gut, ich werde mich noch etwas hinlegen. Schließlich kann es nicht schaden, heute Nacht besser ausgeschlafen zu sein. Ich werde mich ebenfalls noch ein wenig ausruhen. Zuvor muss ich allerdings noch ein Telefonat führen.
lange wollen wir hier eigentlich noch warten? Es sieht nicht danach aus, als sei Mr. Adams in Feierstimmung und würde das Dorffest besuchen. Geduld. Nur noch etwas Geduld. Ich bin mir fast 100%ig sicher, dass Mrs. Albert uns kurz vor ihrem Tod nur die Wahrheit erzählt hat. Ach, das mag ja sein, aber wissen konnte sie es nicht. Jeder Mensch trifft ab und zu auch spontane Entscheidungen. Was hat die Polizei eigentlich bisher in Erfahrung bringen können, was den Mord betrifft? Nicht viel. Sie ermittelt wegen Fahrerflucht mit fahrlässiger Tötung. Ein schwarzer Wagen mit Lackschäden ist zur Fahndung ausgeschrieben. Fahrlässige Tötung, dass ich nicht lache. Das war Mord. Da. Im Haus ist das Licht ausgegangen. Wusste ich es doch. Er verlässt das Haus. Endlich. Moment mal. Das ist aber nicht der schwarze Land Rover, in den er dort steigt. Das ist doch egal. So können wir zusätzlich auch noch den Wagen überprüfen, wenn uns die Zeit bleibt. Da fährt er dahin. Verlieren wir keine Zeit, sehen wir uns um. Sieh mal, durch dieses Fenster kann man in die Garage schauen. Mach doch mal die Taschenlampe an. Vielleicht steht ja darin der Geländewagen. Na, das nennt man wohl einen Volltreffer. Der Land Rover? Nicht nur das. Siehst du die Kratzer dort am Kotflügel? Die sind ganz frisch und sehen aus wie von einem Unfall. Ja, du hast recht. Der Lack ist abgesplittert. Ich würde sagen, hier steht der Wagen, mit dem Mrs. Albert überfahren wurde. Damit haben wir bereits nach nur wenigen Minuten unser erstes Indiz gefunden. Ja. Komm, wir müssen einen Weg ins Innere des Hauses finden. Ich möchte auch unsere anderen Vermutungen bestätigt sehen. In Ordnung. Mach die Lampe wieder aus. Wir müssen ja nicht mehr Aufmerksamkeit auf uns lenken als nötig. Daran hätte ich beinahe nicht gedacht. Oh. Dass ich mich in meinem Alter noch nachts durch Rosenhecken zwängen muss, habe ich mir in meinen kühnsten Träumen nicht vorgestellt. Ja, aber so sind wir auf die Rückseite des Hauses gelangt. Vielleicht finden wir hier einen Weg ins Haus. Also, beiß die Zähne zusammen. Du hast gut reden. Ich bin schließlich die Ältere von uns beiden. Ah, wir brauchen, glaube ich, nicht lange zu suchen. Dort steht tatsächlich ein Fenster offen. Also, ich schließe meine Fenster, wenn ich das Haus verlasse. Wir sind hier in der tiefsten Provinz. Man rechnet nicht mit Einbrechern. Oder aber es ist noch jemand im Haus. Papalapap. Mr. Adams lebt allein, wie ich von unserem Wirt erfahren konnte. Und nun hilf mir mit dieser leeren Regentonne. Wir stellen sie unter das Fenster und klettern so hinein. So, ich sehe schon die Schlagzeilen der Presse vor mir. Zwei ältere Damen bei Einbruch auf frischer Tat ertappt. Wirst du jetzt wohl aufhören? Hilf mir lieber auf die Tonne hinauf. Ja, schon gut. Hier, nimm meine Hand. Danke. Und nun du, Audrey. Hier, nimm meine Hand, dann geht es leichter. Ja, ich hab sie. So. Hui. Jetzt bin ich drin. Wo sind wir hier? Ich würde sagen, im Schlafzimmer unseres Verdächtigen. Sehen wir uns kurz um. Aber ich glaube nicht, dass wir hier finden, wonach wir suchen. Manchmal bewahren die Menschen wichtige Unterlagen an den sonderbarsten Stellen auf. Ach, wenn ich da an meinen guten Norman denke. Lassen wir das.
Nichts von Interesse, wie vermutet. Machen wir mit den anderen Räumen weiter. Worauf wartest du? Mach endlich die Tür auf. Ja, aber wenn... Noch einmal. Mr. Adams ist außer Haus. Und sonst wohnt hier niemand. Und nun geh bitte endlich durch diese Tür. Links oder rechts herum? Links. Ich tippe, dort kommen wir ins Wohnzimmer. Oh, du meine Güte. Das Wohnzimmer ist fast so groß wie mein komplettes Haus. Du, schalte bitte deine Lampe wieder ein, damit wir uns umsehen können. Auch wenn er ein Mörder sein sollte. Er hat auf jeden Fall Geschmack, was die Einrichtung seines Hauses betrifft. Ja, du kannst ihn ja nach seinem Innenarchitekten fragen, sollte er gleich im Raum stehen. Entschuldige, ich habe mich kurz ablenken lassen. Da? Was liegt dort auf dem Couchtisch? Sieht aus wie eine Dokumentenmappe. Was? Sollte es so einfach sein? Und die von uns gesuchten Dokumente liegen hier offen und achtlos auf dem Tisch herum? Ungewöhnlich, in der Tat. Mr. Adams scheint sich sehr sicher zu fühlen. Oh, oh. Meine Güte, hab ich mich erschreckt. An das heutige Feuerwerk habe ich gar nicht mehr gedacht. Mein Gott, ich dachte im ersten Augenblick, jemand schießt auf uns. Unsere Nerven liegen blank. Ja. Sehen wir zu, dass wir finden, wonach wir suchen, und dann nichts wie ab zur Polizei. Ja, gute Idee. Du, komm bitte mal her. Ich möchte mir die Dokumentenmappe mal genauer anschauen. Leuchte bitte mal. So, hier haben wir die Lampe. Oh, schau nur. Das sind unzählige Gutachten über die Fabrik. Zustand der Industrieanlagen, Bericht über Sicherheitsmängel, Einsatz von ungeschultem Personal an gefährlichen Arbeitsplätzen, nicht durchgeführte Wartungsarbeiten und so weiter und so fort. Ich schätze, alle abgefasst von ein und derselben Person. Ja, richtig. Alle Berichte sind von James Mayfield und wurden vor 9 Jahren verfasst. Hallo, was haben wir denn hier? Einen Abschlussbericht. Kommen wir zu dem abschließenden Urteil, dass ein enormer Anteil der eklatanten Arbeits- und Sicherheitsmängel auf die Arbeit von Direktor Cedric Adams zurückzuführen ist. Das sind schwere Vorwürfe, die hier erhoben werden. Ich bin mir fast sicher, diese Mappe hat Adams am gestrigen Abend der schwer verletzten Mrs. Albert abgenommen. Was wir in den Händen halten, ist ein eindeutiges Motiv, warum Adams Mayfield beseitigt haben könnte. Mein Gott, eine ganze Familie musste sterben wegen dieser Unterlagen hier? Oh, wie abscheulich. Allerdings. Komm, Audrey, lass uns nachsehen, ob wir auch noch das Gewehr finden können. Es kann nicht so viele Möglichkeiten geben, ein Jagdgewehr zu verwahren. Im Normalfall sollte es sich sicher in einem Waffenschrank befinden und nicht für jedermann zugänglich sein. Sicherlich richtig. Allerdings kann ich mir gut vorstellen, dass, wenn die Waffe noch existieren sollte, sie nicht derartig gut unter Verschluss gehalten wird. Du darfst nicht vergessen, dass auf dem Land ein Gewehr durchaus zu den Gebrauchsgegenständen zählt. Ja, wo sollen wir dann mit der Suche beginnen? Ich denke, wir können uns die Suche sparen. Sieh nur, was dort über dem Kamin hängt. Wie konnten wir das bisher nur übersehen? Ja, wir müssen blind gewesen sein. Da hängt diese Flinte doch tatsächlich direkt vor unseren Augen über dem Kamin. Dann wollen wir doch mal sehen, ob wir jetzt auch noch die Initialen auf dem Gewehr entdecken können. Ich werde die Donnerbüchse mal von der Wand nehmen und nachsehen. Mit diesem Stuhl sollte ich an die Halterung gelangen. Oh, sei um Himmels Willen vorsichtig. Nicht, dass du dir noch den Hals brichst. Keine Sorge, ich hab sie schon. Hier auf dem Kaminsims liegen außerdem mehrere Kartons mit Munition.
Die Waffe wird also nach wie vor benutzt. Nun sag schon, ist es, wie Mrs. Albert kurz vor ihrem Tod gesagt hat? Sie selbst. Oh, tatsächlich? Die Waffe trägt die Initialen von James Mayfield auf dem Kolben. Die arme Frau hat die Wahrheit gesprochen. Was tust du da? Es könnte sich ein Schuss lösen. Audrey, beruhige dich. Ich prüfe nur, ob die Munition und das Gewehr dasselbe Kaliber haben. Dafür muss ich eine Patrone einlegen. Kein Grund zur Sorge. Ja und? Sie stimmen überein. Für mich steht nun außer Zweifel fest, dass Cedric Adams hinter dem Mord an der Familie von Sean Mayfield steckt. Wir müssen auf dem schnellsten Weg die Polizei informieren. Schade nur, dass Ihre Informationen diesen Raum nicht mehr verlassen werden. Mr. Adams? Ich dachte, Sie wären auf dem Dorffest. Wir haben Sie doch fortfahren sehen. Oh, das bin ich auch. Allerdings bemerkte ich kurze Zeit später, dass ich meine Brieftasche im Haus vergessen hatte und kehrte um. Tja, und was soll ich sagen? Dabei ertappe ich zwei Einbrecherinnen, wie sie mein Haus auf den Kopf stellen. Zugegeben, wir sind unerlaubt in Ihr Haus eingedrungen. Doch die dadurch neu gewonnenen Erkenntnisse dürften die Polizei sehr interessieren. Glauben Sie allen Ernstes, dass Sie dieses Haus wieder lebend verlassen? Dann sind Sie dümmer, als ich dachte. Sie wollen uns doch nichts antun. Ich befürchte doch. Schließlich habe ich Sie in meinem Haus dabei überrascht, wie Sie mein persönliches Hab und Gut durchwühlt haben. Da Sie beide sich weigerten, mich zur Polizeiwache zu begleiten, musste ich leider auf Sie schießen. Wer sollte mir schon das Gegenteil beweisen? Dass Sie ein skrupelloser Zeitgenosse sind, ist mir schon bei Ihrem gestrigen Auftritt klar geworden. Bevor Sie uns allerdings ins Jenseits befördern, beantworten Sie mir doch noch ein oder zwei Fragen. Einem zum Tode Verurteilten steht meines Wissens nach ein letzter Wunsch zu. Also werde ich Ihre Fragen beantworten. War es wirklich nötig, eine ganze Familie auszulöschen? Ihr Job war doch so oder so verloren. Mag sein. Allerdings kann man eine solche Tat, wie sie Mr. Mayfield begangen hat, nicht ungesühnt lassen. Schließlich war nicht nur ich es, der auf Rache aus war, sondern viele im Dorf. Oh, ich glaube, Sie leiden unter einer gestörten Wahrnehmung Ihrer Umwelt. James Mayfield hat vielleicht viele Menschen um ihre Jobs gebracht. Aber deshalb rottet man doch nicht eine ganze Familie aus. Sie sollten sich schämen. Wir haben ihn mit offenen Armen empfangen und er hat unser Vertrauen missbraucht und unsere Gastfreundschaft mit Füßen getreten. Er hat nur die Konsequenzen seines Handelns tragen müssen. Sie sind ja krank. Warum musste Sean Mayfield für Ihre Taten den Kopf hinhalten? Ist Ihnen denn nicht klar, wieso? Zum einen bedarf es in so einer blutrünstigen Geschichte immer eines Sündenbocks. Wer hätte sich dann mehr angeboten als ein enges Familienmitglied? Solche Tragödien kommen leider immer wieder vor. Zum anderen war Sean im Dorf und auch der Polizei als Hitzkopf bekannt. Man traute ihm solch eine Tat durchaus zu. Wie hätte ich eine derartige Gelegenheit links liegen lassen sollen? Lassen Sie mich raten. James Mayfield hatte Sie als den Hauptverantwortlichen der ganzen Angelegenheit erkannt und stand kurz davor, Sie öffentlich für Ihr Handeln an den Pranger zu stellen. Sie haben sich die überkochende Wut der Menschen zunutze gemacht, um ihre Vergehen zu vertuschen. Was lag da näher, als dass die Familie einem Lynchmob zum Opfer fällt? Ich sehe, Sie haben ein gewisses Talent dafür, Zusammenhänge zu erkennen. Es stimmt. Der von James Mayfield erstellte Bericht hätte mich beruflich und finanziell ruiniert. Die Menschen im Dorf hätten mir die Schuld gegeben. Ich musste schnell handeln. Als die Leute von der Schließung der Anlage erfuhren, schürte ich ihre Wut und ihre Ängste und führte sie schließlich zum Haus der Mayfields. Wo Sie es waren, der die gesamte Familie erschoss. Wieder richtig. Und fast alle im Dorf waren zu meinen Komplizen geworden, da keiner dazwischen ging.
so brauchte ich mir keinerlei Gedanken zu machen, dass einer von ihnen auspacken würde. Schließlich würden sie dann ja selbst ins Gefängnis wandern. Aber wie gelang es ihnen, die Gewehre auszutauschen? Das kann ich dir beantworten. Niemand außer der Familie und einigen Leuten aus dem Dorf kannte die Waffe von James Mayfield. Es war ein leichtes, sie zu vertauschen. Zumal Mr. Adams dasselbe Kaliber und Fabrikat benutzte. Außerdem wurde ihre Aussage von jedem im Dorf, den man fragte, bestätigt. War es nicht so? Sie liegen schon wieder goldrichtig. Jetzt haben wir allerdings genug geplaudert. Es ist an der Zeit, Lebewohl zu sagen. Ich würde sagen, wir haben hier eine klassische Pattsituation. Ich hätte nicht gedacht, dass Sie das Gewehr in meinen Händen so sträflich übersehen würden. Die Waffe ist nicht geladen. So leicht führen Sie mich nicht hinters Licht. Da wäre ich mir an Ihrer Stelle nicht so sicher. Wir hatten Zeit und Gelegenheit genug, dies nachzuholen. Ich glaube Ihnen kein Wort. Ich habe Sie gewarnt. Schluss jetzt! Außerdem war ich 1921 Grafschaftsmeisterin im Sportschießen. Vielleicht hätte dieser Umstand Ihre Meinung nachhaltig geändert. Mein Gott, Mimi! Du hast ihn erschossen! Er ist tot! Was hätte ich tun sollen, Audrey? Dieser Mann hätte nicht davor zurückgeschreckt, uns kaltblütig zu ermorden. Unser Leben war in Gefahr. Oh, es wird viel Überzeugungsarbeit nötig sein, um dies hier der Polizei zu erklären. Da kommt er auch schon. Mr. Mayfield, haben Sie einen Augenblick Zeit für uns? Für Sie beide doch immer. Schließlich habe ich Ihnen eine Menge zu verdanken. Wie ist die Verhandlung gelaufen? Hervorragend. Ich wurde in allen Anklagepunkten freigesprochen. Ich kann das Gebäude als freier Mann verlassen und für die Haftzeit erhalte ich eine Entschädigung seitens der Krone. Das verdanke ich alles nur Ihnen beiden. Das sind ja ganz ausgezeichnete Neuigkeiten. Demnach hat der Richter die Beweise, die wir gesammelt haben, zugelassen. Ja, das hat er ohne Ausnahme. Die Beweislast war erdrückend. Alle Anklagepunkte wurden fallen gelassen. Was wird nun weiter geschehen? Mr. Adams ist tot. Die Polizei wird die Ermittlungen wieder aufnehmen und zu klären versuchen, ob weitere Bewohner aus dem Dorf wegen Mord oder Beihilfe zum Mord belangt werden können. Da wird allerdings noch einiges an Zeit vergehen, bis man genaue Erkenntnisse hat. Ja, und wie soll ich es sagen, auch gegen Sie beide wird ermittelt, und zwar wegen Einbruchs und Totschlags. Wie? Kein Grund zur Sorge. Die anstehenden Ermittlungen sind Routine, um den genauen Sachverhalt der Nacht, in der Mr. Adams zu Tode kam, zu klären. Inspektor Brewster versicherte mir, dass alle Anklagepunkte am Ende gegen uns eingestellt werden. Mit dem Einbruch haben wir uns auf dünnes Eis begeben, wie er sagte. Nur der Umstand, dass wir so die Hinrichtung von Sean Mayfield verhindert haben, wird uns vor einer Verurteilung bewahren. Aber, also, wieso hast du mir von all dem nichts erzählt? Ach, ich wollte dich nicht unnötig beunruhigen. Ich wollte es dir eigentlich erst kurz vor unserer Anhörung verraten. Nun ist mir Mr. Mayfield zuvorgekommen. Also, ich bin sprachlos. Wenn Sie nichts dagegen haben, würde ich gern das Gebäude verlassen. Ich war seit fast 10 Jahren nicht mehr außerhalb der Gefängnismauern im Freien. Das verstehe ich natürlich. Gestatten Sie mir noch eine allerletzte Frage, bevor Sie die neu gewonnene Freiheit genießen. Was haben die Dokumente in der Mappe ergeben? Das will ich Ihnen gern verraten. Mr. Adams hat die anfallenden Sonderabfälle der Fabrik nicht fachgerecht entsorgen lassen, sondern auf dem Gelände des Unternehmens entsorgt. Einfach in die Natur gekippt. Und damit nicht genug. Er hat unerlaubt auch anderen Firmen die Erlaubnis erteilt, ihren Sondermüll auf dem Gelände zu deponieren. Damit hat er sich einen lukrativen Nebenverdienst geschaffen. Kein Wunder, dass mein Vater unbequem wurde und Adams ihn beseitigen ließ. Vielen Dank für Ihre kostbare Zeit. Vielleicht kommen Sie uns einmal in Guts Hill besuchen. Gern. Auf Wiedersehen.
Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen?